Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es um die Schulter. Ich stehe heute mit Mikrofon vor der Kamera, weil man mich sonst so schlecht hört aufgrund der vielen Hintergrundgeräusche. Ich hoffe, das hilft. Ja, Schulter. Schulter kann ich viel dazu erzählen. Ich bin selber davon betroffen. Das erste Schulterproblem hatte ich vor circa 3,5 Jahren. Und war das erste Mal mit einer Sehnenentzündung gute 7 Monate außer Gefecht gesetzt und habe damals noch nicht gewusst, was wirklich hilft, was mir persönlich am besten gut tut und was mir hilft. Und war viel bei Ärzten, bei Physiotherapeuten und habe gedacht, ich erzähle euch heute mal meine Erfahrungen und was ich herausgefunden habe, was mir persönlich am meisten hilft. Das ist natürlich auch sehr individuell, dem einen hilft das, dem anderen was anderes. Ja, ich erzähle euch was zu den Ursachen. Da kann man auch schon sehr viel dazu ableiten. Ich erzähle was zu den Therapien und Therapieansätzen und zu den vorbeugenden Maßnahmen. Ganz wichtig, denn wenn man gar nicht erst ein Schulterproblem bekommt, ist man ganz fein raus. Und natürlich auch was zur Ernährung, was man zur Regeneration am besten an Lebensmitteln zu sich nimmt. Und welche entzündungshemmenden Stoffe in welchen Lebensmitteln ganz gut wirken. Wenn ihr ein Schulterproblem habt und das nach circa 2 Wochen nicht besser wird, dann solltet ihr auf jeden Fall zu einem Schulterspezialisten gehen. Der macht im besten Fall auch eine Kernspinresonanz und dann kann man sehr gut sehen, ob es sich um eine Sehnenentzündung oder Schleimbeutelentzündung oder was auch immer handelt. Ich habe hier so ein paar Punkte auf meiner Liste. Ganz oben steht zu den Ursachen für Schulterprobleme eine angeborene Konstitution. Also manche Menschen sind einfach mit so einer Schulterarchitektur geboren, die sie dazu veranlasst, einen sogenannten Rundrücken einzunehmen. Rundrücken, das ist diese Haltung, also der Rücken geht nach hinten, wird rund, Schultern meistens hoch zu den Ohren. Wird auf Dauer immer Schulterprobleme verursachen. Dann gibt es wieder andere Menschen, die gehen ganz locker, flockig, aufrecht durch die Welt. Das soll jetzt auch keine Ausrede sein, denn man kann was dagegen tun, man kann Ausgleichstraining machen. Dazu werde ich in einem Extra-Video nochmal ganz speziell eingehen. Wenn jetzt noch hier dazu kommt, dass im Alltag viel gesessen wird, also viel Computerarbeit, Schreibtischarbeit, und da auch diese Rundrückenhaltung eingenommen wird, also man sitzt irgendwie so vor dem Rechner, auch das ist nicht gut, da braucht man gar nicht klettern, einfach nur diese Haltung den ganzen Tag über, das tut dem Körper nicht gut. Im Alltag sollte man deshalb immer darauf achten, auch wenn man nur geht oder bei allem, was man tut, immer die Schultern zurück und nach unten aufrecht stehen. Wenn man sich das angewöhnt hat, dann fällt es einem eigentlich auch sehr, sehr leicht, genau diese Haltung auch beim Klettern fortzusetzen. Was ich ganz oft sehe, gerade beim Anfängern, diese typische Kletterhaltung. Also auch hier dieser Rundrücken, dann geht die Schultern zu den Ohren nach oben und das Gelenk wird so in einer Art und Weise deformiert und die Sehne so gequetscht. Auf Dauer macht man sich damit sehr viel kaputt. Also auch da immer dran denken beim Klettern, gerader Rücken und immer angespannt, Schultern runter und zurück. Am Anfang, wenn man anfängt zu klettern, dann fällt einem das sehr, sehr schwer, weil man einfach diese Rückenmuskulatur noch nicht dazu hat. Kann man trainieren, kann man trainieren. Dazu auch noch ein extra Video. Beim Sichern ist es auch ganz wichtig, weil gerade wenn man hier krumm dasteht, dann und auch noch diesen Nacken hier nach oben hat, weil man möchte ja schauen, was der Kletterpartner da oben so treibt. Das ist für den Nacken erstens nicht gut und für den ganzen Körper nicht. Also auch da ganz wichtig, aufrecht stehen, angespannt und dann nach oben schauen. Oder eine Siu-Brille. Tolles Ding verwende ich immer, das ist sehr entspannt für den Nacken. Eine unbewegliche Schulter ist auch noch ein Problem. Schultergelenk kann man ja, wie gesagt, in alle Richtungen bewegen. Sollte man auch immer wieder tun, gut durchbewegen, gut dehnen. Wenn man das vernachlässigt, dann kommt es zu Einschränkungen in der Bewegungsfreiheit der Schulter. Und wenn jetzt gerade beim Klettern genau diese Bewegung abgefragt wird, also eine, die man eigentlich sonst gar nicht macht, und das dann auch noch unter Belastung,
Dann kommt vorübergehender Stress auf das Gelenk und auf Dauer führt auch das zu Entzündungen oder anderen Schulterproblemen. Kommt oft vor beim Klettern, man rutscht vom Tritt ab. Kommt häufig vor. Sollte man, wenn das passiert, natürlich den Griff loslassen und sich einfach fallen lassen, wenn man das kann. Wenn das gerade die Situation nicht hergibt, zum Beispiel in einem Wettkampf oder wo auch immer, dann sollte man wirklich darauf achten, dass man nicht ins Gelenk fällt. Also in dem Moment, wo man merkt, man rutscht ab, alles anspannen, was man hat, Schultern zurück, dass die Muskulatur diesen Sturz abfängt und nicht man voll ins Gelenk kracht. Bei Anfängern ist das so ein bisschen ein kritischer Punkt, weil gerade da hat man noch nicht das Gefühl dafür, also es passiert öfters. Aber auf der anderen Seite hat man auch noch nicht die Muskulatur, um das Ganze abzufangen. Ja, da muss man ein bisschen aufpassen und sich nicht überfordern vor allem. Was auch passieren kann, wenn man zu schnell zu stark wird, also eine ganz schnelle, hohe Leistungssteigerung, passiert auch recht oft, weil das Klettern macht einfach vielen Leuten Spaß und man möchte ja einfach auch besser werden. Die Muskulatur dazu wird auch relativ schnell aufgebaut, aber die Sehnen und Bänder und Gelenke brauchen einfach ein bisschen mehr Zeit, um sich dieser neuen Belastung anzupassen. Und wenn man diese Geduld nicht mitbringt, dann machen das vor allem die Fingergelenke mit der Zeit nicht mit. Wenn man jung ist, dann passt sich das noch alles einigermaßen schnell an. Wenn man älter ist, also ich weiß, wovon ich spreche, ich bin selber 41 Jahre alt, dann braucht man da schon mehr Geduld, um diesem Körper einfach diese Zeit zu lassen, sich an diese neue Belastung anzupassen. Die Sehne, die passt sich den neuen Anforderungen an und wird stärker und dicker. Das ist gut, dadurch wird sie natürlich auch stabiler. Jetzt ist aber das Problem, dass diese Sehne durch einen Spalt durchläuft, der sowieso schon eng ist. Das ist dieser Spalt zwischen Oberarmkopf und zwischen Schulterdach. Beim Klettern ist diese Muskulatur jetzt aber auch noch so trainiert, also hier diese Brustmuskel und der Bizeps, dass die Schulter nach vorne kommt. Dadurch wird der Spalt noch enger. Jetzt haben wir eine dickere Sehne, einen engeren Spalt und ja, da kann man sich denken, dass es irgendwann mal zu Reibung kommt und dann entzündet sich die Sehne und dann hat man ein Schulterproblem. Der nächste Punkt wäre Ausgleichstraining. Das sollte man als Kletterer auf jeden Fall machen. Also zwar werden beim Klettern sehr, sehr viele unterschiedliche Muskeln und Muskelgruppen beansprucht, aber gerade im Schulterbereich, da wird schon einseitig Muskulatur beansprucht. Also hier hauptsächlich der Pectoralis, der Brustmuskel, der große und der kleine, der Bizeps. Das sind alles Muskelgruppen, die sich verkürzen. Das heißt, sie sind eigentlich stehen ständig unter Spannung, haben hohen Tonus. Dadurch zieht sich, wie gesagt, dieses Gelenk nach vorne. Durch Ausgleichstraining kann man jetzt zum Beispiel den Latissimus, der zieht nach hinten, trainieren. Die ganze Rotatorenmanschette kann man trainieren. Zum Ausgleichstraining, da mache ich noch ein extra Video und zeige euch, wie man mit Übungen mit dem eigenen Körpergewicht sehr viel erreichen kann. Ein weiterer kritischer Punkt ist eine einmalige Überbelastung oder auch ein Übertraining. Auch das kann zu Schulterproblemen führen. Dann zum Überhangklettern. Das Überhangklettern macht sehr viel Spaß und gehört natürlich ganz normal zum Klettern dazu. Sollte man auch machen, wenn man das kann und wenn man auch die Muskulatur dafür hat, denn das gibt unheimlich Kraft und Körpergefühl. Aber gerade als Anfänger sollte man darauf achten, dass man nicht im Schultergelenk hängt, also dass man immer die Schultern anspannt, zurückzieht, nach unten zieht, den Rücken gerade hält und auf gar keinen Fall den Rücken rund und dadurch die Sehne quetscht. Also gerade im Überhang, da kommt ja dann noch mehr Gewicht auf die Schulter und da ist es ganz besonders wichtig, dass man auf eine gute Körperhaltung achtet. Ganz wichtig auch, man sollte nie unaufgewärmt in ganz schwere Touren einsteigen. Also ideal ist, wenn man drei leichte Routen zum Aufwärmen nimmt. Wenn das am Fels nicht möglich ist, dann kann man auch sich anders aufwärmen mit Übungen, ein bisschen durch die Gegend joggen zum Beispiel, irgendwas tun, damit der Körper gut durchblutet ist und die Muskeln gut aufgewärmt sind.
Was auch passieren kann, ist, dass man einen Windzug abbekommt und dadurch dann, dass der vielleicht der letzte Auslöser ist, dass eine Entzündung entsteht, weil die Muskulatur verkrampft und das Gelenk unangenehm beansprucht wird. Da sollte man auch darauf achten, dass wenn man die Route geklettert ist, dass man sich gut und warm anzieht und die Muskulatur warm hält, damit sie sich nicht zu schnell abkühlt. Dann auch ein wichtiger Punkt ist zu wenig Bewegung. Also es gibt zwei Möglichkeiten, wie man zu diesen Schulterverletzungen kommen kann. Einmal durch einfach zu viel, zu intensives Training, aber auch durch zu wenig Bewegung. Das wäre zum Beispiel der Fall, man ist zum Beispiel in der Arbeit sehr beschäftigt, kommt nicht dazu, Sport zu machen, sitzt den ganzen Tag und hat dann nur einmal alle 2 Wochen oder einmal in der Woche ein hartes Training. Das verzeiht einem die Schulter und vielleicht auch andere Gelenke auch nicht so schnell. Also man sollte immer darauf achten, dass man dehnt, dass man sich bewegt und nicht den ganzen Tag ganz steif irgendwo sitzt und dann plötzlich von 0 auf 100 irgendeine sehr belastende Sportart ausführt. Auch zu Schulterverletzungen können andere Verletzungen führen. Also zum Beispiel, wenn man Fingerverletzungen hat oder Ellenbogenprobleme hat, dann nimmt man eine sogenannte Schonhaltung ein und dadurch wird meistens der andere Körperteil vermehrt belastet und man ist die ganze Zeit so ein bisschen krumm und schief und das ist nicht so anatomisch, diese Bewegung und die Gelenke, die haben dadurch vermehrt Stress und auch dadurch kann es zu weiteren Verletzungen kommen. Umgekehrt kann es natürlich auch sein, wenn man ein Schulterproblem hat, dass man durch die Schonhaltung plötzlich auch ein Ellenbogen- oder Fingerproblem bekommt. Dann zu wenig Schlaf und trotzdem hartes Training ist auch gar nicht gut für die Schulter. Weiß ich aus eigener Erfahrung, da kann ich die Uhr nachstellen, wenn ich nicht gut geschlafen habe, aber trotzdem klettern will. Zack, in der Nacht ist die Sehnenentzündung da. Dann sollte man auch dem Körper Zeit lassen, sich zu regenerieren. Also gerade in dieser Phase der Regeneration, das ist meistens nachts, da wird der Körper repariert. So kleine Muskelfaserrisse werden zum Beispiel wieder hergestellt. Der ganze Körper wird auf Vordermann gebracht. Das braucht einfach ein bisschen Zeit und die Zeit sollte man dem Körper lassen. Und gerade wenn man etwas älter ist, dann braucht es noch ein bisschen länger Zeit. Muss einfach ein bisschen Geduld mitbringen. Speziell bei Frauen ein Thema sind Hormone. Wenn man seine Periode hat, dann sollte man ein bisschen auf den Körper hören und ihn schonen. Weil es ist einfach so, man ist ein bisschen anfälliger für Verletzungen. Das Immunsystem arbeitet nicht so optimal. So da ein bisschen ruhiger machen. Ein nächster Punkt wäre, wenn die Energiespeicher leer sind, das kann passieren, man macht Diät, man hat zum Beispiel auch eine kohlenhydratarme Diät und der Körper braucht einfach Glukose, um funktionieren zu können. Und beim Klettern ist es so, dass ja, diese Fettsäurenabbau, also die Energiegewinnung aus Fettsäure, dass das einfach nicht vermehrt auftritt, weil doch schon Maximalbelastungen vermehrt auftreten. Da sollte man einfach darauf achten, dass man nicht hungrig zum Training geht und zum Beispiel 2, 3 Stunden vorher was gegessen hat. Wenn man länger klettert, auch immer zwischendurch ein bisschen Kohlenhydrate. Es kann auch im Getränk sein, ist auch sehr gut. Elektrolytgetränke mit Kohlenhydrate, die werden dann sehr schnell vom Körper aufgenommen. Weitere Ursachen für Gelenkentzündungen und Schulterprobleme kann Diabetes sein. Also wenn man Zuckerprobleme hat, dann hat man erhöhte Wahrscheinlichkeit auf Gelenkentzündungen. Was auch vorkommen kann, Borreliose ist bei Kletterern, die am Felsklettern ein Thema. Wenn man sich erinnern kann, dass man mal vor einer Zecke gebissen wurde, das kann auch schon Jahre zurückliegen und man noch so im Kopf hat, oh, da hat sich so dieser typische Kreis um den schwarzen Punkt herum gebildet, dann sollte man vielleicht zum Arzt gehen. Man kann sich testen lassen, das geht sehr schnell. Da wird einmal Blut entnommen und innerhalb von 2, 3 Tagen weiß man, ob im Blut diese Antikörper gegen Borreliose-Bakterien vorhanden sind. Und dann sind wir auch schon am Ende des ersten Teils zum Thema Klettern und Schultern. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es wird demnächst noch weitere Videos geben zu dem Thema.
Ich gehe noch darauf ein, was für vorbeugende Maßnahmen man alles treffen kann. Ich werde natürlich auch noch auf die Ernährung eingehen, die auch dazu beiträgt, dass die Schulterentzündungen nicht schlimmer werden. Dann gibt es noch ein Video zu den Therapiemaßnahmen, also wenn man gerade akut ein Schulterproblem hat. Genau, und dann erzähle ich noch ein bisschen was zu den Auswirkungen, also was im Extremfall alles passieren kann. Ja, dann am besten abonniert ihr meinen YouTube-Kanal Tanja Reitze, dann kriegt ihr immer mit, wenn ein neues Video online geht. Und dann wünsche ich euch eine schöne und verletzungsfreie Kletterzeit. Ciao, ciao.